Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes, des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. Liebe Schwestern und Brüder, Dr. Eder hat von der Nachfolge Christi gesprochen. Und da dürfen wir heute eine Person feiern, die die Nachfolge Christi bis ins Letzte gegangen ist. Eine Frau, die heilige Agnes. In der Zeit der Christenverfolgung in den ersten Jahrhunderten in Rom ist sie Christin geworden und ist treu zu Christus gestanden. So treu, dass sie nicht und auch keinen Millimeter zurückgewichen ist, als man sie deswegen verfolgt hat, als man sie gefoltert hat und schlussendlich auch hingerichtet hat, wegen ihres Glaubens. Eine solche Liebe zu Christus bringen wenige Menschen auf. Aber es ist die Krone der Liebe. Eine größere Liebe hat niemand, als wer sein Leben hingibt für seine Freunde, hat Jesus einmal gesagt. Eine größere Liebe hat niemand, als wer so zu Jesus steht, dass er auch sein Leben lieber opfert, als dass er ihm den Rücken zukehrt. Da müssen wir ganz klein werden. Da müssen wir ganz demütig werden, weil bei der Betrachtung einer solchen Liebe wir ziemlich unten uns vorfinden. Mir geht es jedenfalls so. Und in diesem Sinn wollen wir jetzt auch das Schuldbekenntnis beten. Ich bekenne Gott, dem Allmächtigen und allen Brüdern und Schwestern, dass ich Gutes unterlassen und Böses getan habe. Ich habe gesündigt in Gedanken, Worten und Werken. Durch meine große Schuld. Darum bitte ich die selige Jungfrau Maria, alle Engel und Heiligen und euch, Brüder und Schwestern, für mich zu beten, Gott unserem Herrn. Der allmächtige Gott erbarme sich unser, erlasse uns die Sünden nach und führe uns zum ewigen Leben. Herr, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Lasst uns beten. Ewiger Gott, du berufst, was schwach ist in dieser Welt, um das, was stark ist, zu beschämen. Höre auf die Fürsprache der heiligen Agnes. Komm uns zu Hilfe, damit auch wir unbeirrt den Glauben bekennen. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Lesung aus dem Hebräerbrief. Brüder, Melchisedek, König von Salem und Priester des höchsten Gottes, er, der
dem Abraham, als dieser nach dem Sieg über die Könige zurückkam, entgegenging und ihn segnete und welchem Abraham den Zehnten von allem gab, er, dessen Name König der Gerechtigkeit bedeutet und der auch König von Salem ist, das heißt König des Friedens. Er, der ohne Vater, ohne Mut und ohne Stammbaum ist, ohne Anfang seiner Tage und ohne Ende seines Lebens, ein Abbild des Sohnes Gottes. Dieser Melchisedek bleibt Priester für immer. Das ist noch viel offenkundiger, wenn nach dem Vorbild Melchisedeks ein anderer Priester eingesetzt wird, der nicht, wie das Gesetz es fordert, aufgrund leiblicher Abstammung Priester geworden ist, sondern durch die Kraft unzerstörbaren Lebens. Denn es wird bezeugt: Du bist Priester auf ewig nach der Ordnung Melchisedeks. Wort des lebendigen Gottes. Danke. Jesus verkündete das Evangelium vom Reich und heilte im Volk alle Krankheiten und Leiden. Halleluja, Halleluja. Der Herr sei mit euch. Und mit dem Geiste. Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. In jener Zeit sprach Jesus zu der Menge: Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Schatz, der in einem Acker vergraben war. Ein Mann entdeckte ihn, grub ihn aber wieder ein, und in seiner Freude verkaufte er alles, was er besaß, und kaufte den Acker. Auch ist es mit dem Himmelreich wie mit einem Kaufmann, der schöne Perlen sucht. Als er nun eine besonders wertvolle Perle fand, verkaufte er alles, was er besaß, und kaufte sie. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Schwestern und Brüder, was tut einer mit einer Perle, wenn er sonst nichts mehr hat, weil er alles verkauft hat, um diese Perle zu besitzen?
Jesus macht oft so, solche Vergleiche, die im Leben vielleicht gar nicht so vorkommen. Aber er will uns aufzeigen, um was es geht. Wenn schon jemand alles hergibt für so eine Perle, um wie viel mehr sollte man alles hergeben für die Perle des Himmelreiches, denn um das geht es ihm. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einer Perle, sagt er. Agnes, ein junges Mädchen, hat diese Perle gefunden. Es ist die Perle, mit der sie Jesus liebt. Ein junges Mädchen, das so sehr in Jesus verliebt ist, so dürfen wir es sagen, dass sie alles gibt dafür. Wir sagen so gerne das schwache Geschlecht, wenn wir von Frauen reden. Aber das ist nur auf die Muskelkraft anzuwenden. Denn die Frauen können stark sein und oft stärker als wir Männer. Das zeigt sich eben in solchen Personen wie in der heiligen Agnes. Alles hat man ihr angetan, um sie nur abzubringen von diesem, wie ihre Angehörigen und ihre Umgebung meinte, um diesen verrückten Jesus loszuwerden. Aber sie hat nicht losgelassen von ihm. Agnes ist treu geblieben. Die Stärke dieser Frau ist die Treue. Die Liebe und die Treue, das gehört ja zusammen. Die Treue befähigt uns, dass die Liebe größer und größer wird. Wir müssen uns immer wieder auch fragen, wie groß unsere Treue ist zu dieser Kirche Jesu Christi. Von der Öffentlichkeit her, da können wir nicht viel erwarten. Denn in der Öffentlichkeit, da schaut man auf die Kirche, wo sie Fehler hat. Und stellen wir uns einmal vor, man würde jeden von uns, nur beurteilen nach unseren Fehlern, die wir ja haben. Auch die Kirche hat Fehler. Aber wenn wir nur danach beurteilen, dann sind wir ganz falsch dran. Denn neben den Fehlern gibt es so viel Gutes. Dr. Eder hat davon auch gesprochen. So viel Gutes auch in uns. Und dieses Gute stärken lassen, denn von uns selbst kommt nicht die ganze Stärke. Da brauchen wir Hilfe von oben, genauso wie sie sicherlich auch die heilige Agnes brauchte, um treu zu Jesus zu stehen und treu auch in der Verfolgung bei ihm bleiben. Eine Verfolgung, die bis zum Tod führte. Und es gibt so viele Menschen, das sollten wir uns
ins Herz schreiben lassen. So viele Menschen, die für Christus leiden, die für Christus auch in den Tod gehen. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber es ist gesagt worden, dass im 20. Jahrhundert so viele Märtyrer es gegeben hat, wie kaum in einem anderen Jahrhundert, nicht einmal in den ersten Jahrhunderten. Ja, wenn wir zurückdenken, wie viele unter diesen Regimen, die geherrscht haben, Nationalsozialismus, Kommunismus und so weiter, wie viele da im Glauben doch treu geblieben sind, stark geblieben sind, denen von Gott her so viel Kraft gegeben wurde. Viele, viele Menschen gibt es da sicher im Himmel, die aus der Treue zu Christus heraus dort sein dürfen und die jetzt auch uns helfen können, dass wir treu zur Kirche stehen. Treu zu dieser von Jesus Christus gegründeten Kirche, von Jesus Christus geliebten Kirche. Ich erinnere mich, dass mich bei Exerzitien, die ich als junger Mensch einmal mitgemacht habe, dass der Exerzitienleiter des Öfteren das betont hat, liebt die Kirche. Da ist mir etwas aufgegangen, dass man nicht nur Gott lieben muss, sondern auch seine Kirche. Und die Kirche auch mit ihren Fehlern. Aber schauen wir nicht so sehr auf die Fehler, sondern schauen wir doch auf das Gute, auf das viele, viele Gute, das in dieser Kirche Menschen tun. Denken wir an die vielen Ordensgemeinschaften, die aus Liebe zu Christus und zu den Mitmenschen sich in den Dienst der Mitmenschen stellen. Die Ordensgründer haben fast alle das im Sinn gehabt, aus Liebe zu Gott den Menschen zu dienen. Ob im kontemplativen Leben, das heißt im Stillen, im Gebet oder auch in der Aktion, in den Missionen, wo so viele Menschen sich einsetzen. Auf diese sollen wir auch schauen und es wäre gut, wenn wir für die auch oft beten würden. Das sind die Pioniere, die den christlichen Glauben in die Welt hineintragen. So wie es gesagt wurde. Ganz einfach in die Welt hineintragen. Von Christus her, weil wir die Begegnung mit ihm erfahren haben. Und diese Begegnung mit ihm uns drängt, das auch weiterzugeben. Wie viele Ordensgemeinschaften gibt es, die sich der Mission gewidmet haben? Es gibt Ordensgemeinschaften, die sich dem Gebet gewidmet haben. Denn beides brauchen wir. Das Gebet und das Aktivsein. Und auch in unserem Leben sollte es so sein, dass wir im Gebet uns immer wieder stärken lassen,
aufbauen lassen, damit wir dann auch hinausgehen, aus uns hinausgehen zu den anderen, um ihnen zu zeigen, dass es einen Gott gibt, der liebt. Dass es einen Gott gibt, der für uns da ist. Dass es einen Gott gibt, der so sehr uns liebt, dass er seinen Sohn hingegeben hat, bis ans Kreuz. Und dass aus dieser Hingabe Jesu unser Heil hervorgeht. Dankbar, ja, sehr, sehr dankbar dürfen und müssen wir dafür sein. Gelobt sei Jesus Christus. In dankbarer Weise, weil wir wissen, dass Gott unsere Bitten erhört, wollen wir sie auch aussprechen. Für die Kirche, die unter ihren Schwächen und ihrer Uneinigkeit leidet, Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Für die jungen Menschen, die nach dem Sinn und Ziel ihres Lebens fragen, Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Für die Eltern und Erzieher, die kommende Generationen zu einem lebendigen Glauben führen sollen. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Für die Manager der öffentlichen Meinung, die große Verantwortung tragen für die Orientierung der Heranwachsenden. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Herr, höre unser Gebet und lass unser Rufen zu dir kommen. Amen. Da schließen wir auch noch ein die Anliegen der Heiligen Messe Anna und Franz Nenning für verstorbenen Vater und Schwiegervater zum Sterbeandenken. Familie Gradl auf besondere Meinung. Schwestern und Brüder, dass mein und euer Opfer Gott, dem allmächtigen Vater, gefalle. Der Herr nehme das Opfer an aus deinen Händen, zum Lobe und Ruhme seines Namens, zum Segen für uns und seine ganze heilige Kirche. Wir preisen dich, Herr, denn du bist groß in deinen Heiligen. Das Leben der heiligen Jungfrau Agnes hat dir wohlgefallen. Nimm mit diesen Gaben auch unseren Dienst an. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen.
sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Erhebet die Herzen. Wir haben sie beim Herrn. Lasst uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, allmächtiger Vater, zu danken und in den Heiligen deine Größe zu rühmen. Im Martyrium der heiligen Agnes offenbarst du das Wunder deiner Gnade, denn in der menschlichen Schwachheit bringst du deine göttliche Kraft zur Vollendung. Sie ist Christus nachgefolgt auf dem Weg des Leidens und hat ihr Blut vergossen als Zeuge des Glaubens. Darum preisen wir dich in deiner Kirche und vereinen uns mit den Engeln und Heiligen zum Hochgesang von deiner göttlichen Herrlichkeit. Heilig, 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 Gott, Herr aller Mächte und Gewalten, erfüllt sind die Himmel und Erde von deiner Herrlichkeit. O Hosanna in der Höhe, hochgelobt sei der, da kommt im Namen des Herrn. O Hosanna in der Höhe. Ja, du bist heilig, großer Gott. Du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum bitten wir dich. Sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe, vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Ludwig und alle Bischöfe, unsere Priester und Diakone und alle, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke auch unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind, in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf
wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit dem seligen Josef, ihrem Bräutigam, mit deinen Aposteln, dem heiligen Jakobus, der heiligen Agnes und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben, von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Lasst uns beten, wie der Herr uns beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr hat zu seinen Aposteln gesagt: Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Deshalb bitten wir: Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Und mit deinem Geist. Gebt einander ein Zeichen des Friedens. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, gib uns deinen Frieden. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund.
wir zum Dank die fünfte Strophe. Schönster Herr Jesus, bei uns gegenwärtig, durch dein Wort und Sakrament. Kommt, geht Christus dem Herrn entgegen. Lasst uns beten. Herr, unser Gott, du hast uns gestärkt durch die Teilnahme am Heiligen Mahl, da wir das Todesleiden Jesu an unserem Leibe tragen, lehre uns nach dem Vorbild der heiligen Jungfrau Agnes, dir unser ganzes Leben als ungeteilten Dienst zu weihen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Noch eine kleine Verlautbarung. Es hat sich so eingebürgert an diesen Mittwochabenden nach dem Glaubensimpuls, dass wir noch gemütlich zusammensitzen und uns noch ein bisschen austauschen, was jeder auf dem Herzen trägt. Noch hat es Platz im Pfarrhof. Wenn wir mehr werden, gehen wir dann zum Kirchenwirt. Wer Zeit findet, noch die nächste halbe Stunde. Herzliche Einladung. Aber nicht ohne den Segen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Es segne euch der dreifaltige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht hin in Frieden. Dank sei Gott, dem Herrn.